Das Ballonteam in Olfen ist das einzige Geschäft in Olfen, wo es Kostüme gibt. Hallo und hello im Karneval beim Ballonteam in Olfen. Schön, dass Sie uns mal besuchen kommen. Ja. Wir gehen mal einfach durch unseren Shop und schauen mal, was wir für Karneval für Sie anbieten können. Von Kostümen angefangen, Zubehör, Hüte, Schmuck. Die Luftballons natürlich, klar, weil wir ja Ballonteam sind. Und Konfetti, Luftschlangen und das ganze Zubehör, wenn wir dann jetzt einmal weitergehen. Einmal hier unsere wirklich tollen, ausgefallenen Kostüme. Gibt es denn Trends dieses Jahr? Trends dieses Jahr nicht. Es kristallisiert sich immer wieder raus. Viele Kunden nehmen auch ihre Sachen, die sie schon hatten, bauen da drauf auf oder kommen spontan rein und sagen, oh ja, genau das ist es, was mir gefällt. Dann wird es aufgebaut mit einem Petticoat, nochmal mit einem Hut. Oder wir suchen aus dem Katalog aus, was dem Kunden da gefällt. Und oder das, was wir hier tragen, so wie ich es anhabe oder meine Mitarbeiterin, dass dem Kunden das wirklich gefällt und wir das auch spontan für den Kunden zusammenstellen. Haben Sie denn so einen Tipp für Unentschlossene, die noch nicht so richtig wissen, gehe ich jetzt als Schweinchen oder als Clown? Was raten Sie denen? Einfach reinkommen, ich schaue mir den Kunden an und dann überlegen wir, was würde ihm stehen, was würde ihm gefallen? Etwas für draußen, für den Straßenkarneval oder ist es für den Kneipenbummel, der dann auch Karneval stattfindet? Einfach reinkommen, aussuchen, wir haben immer etwas. Und wie lange muss man das vorher planen? Kann man auch spontan noch vorbeikommen, also zum Beispiel am Rosenmontag noch? Sie können bei uns ganz spontan reinkommen. Sie können jetzt zum Wochenende noch die ganze Woche, wir bestellen auch noch für unsere Kunden, das was ausgesucht wird. Und bis Neckendienstag werden auch noch Kostüme verkauft. Und können Sie einmal formulieren, was den Karneval so für Sie ausmacht? Der Karneval für mich ausmacht, ist dieses mal was anderes anziehen, dieser Spaß mit den Menschen zusammen und auch meine Kunden zu begeistern, die dann wirklich sagen, oh danke, und es war ein tolles Gespräch und bedanken sich wirklich auch für die Beratung. Und ich glaube, das ist das, was uns so als kleines Dankeschön zusätzlich noch ist und auch für meine Mitarbeiterinnen, die dann auch wirklich gelobt werden. Und ich glaube, das ist es auch, was uns oder mich oder und auch unser Team ausmacht, der Spaß daran. Und wie gesagt, dass der Kunde uns dann lobt.